Ja, liebe Autocross-Freunde, ein herzliches Willkommen hier auf autocross-deutschland.de. Heute darf ich Ihnen im Auftrag des DMSB, des DRV und des DMSJ gemeinsam mit dem Autocross Junior Team etwas ganz Besonderes vorstellen. Denn es gab am 13. und 14. August ein Zusammentreffen, einen Fahrerlehrgang, zu dem sich zunächst erstmal das deutsche Autocross Junior Team traf. Also die Verantwortlichen beim DMSJ, Lutz Edlich und Herbert Stenger und auch der Martin Mandl, haben eingeladen und haben gesagt, was übrigens ganz kurzfristig war, hier deutsches Junior-Team, bitte kommt mal alle nach Wittkenborn. Wir haben dort eine Strecke angemietet, wo ihr frei fahren könnt, wo ihr technisch was über eure Autos erfahren könnt, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet und wo ihr euch auf jeden Fall weiterentwickeln werdet. Und hier sehen wir da erste Bilder dazu. Die Jungs, die vom Junior-Team übrigens nicht alle da waren, vom Junior-Team selbst war nur René Mandl da. Und es gehören ja auch noch der Johannes Söhl und der Kollege Schulze dazu, die aber beide aus Urlaubsgründen oder anderen terminlichen Verpflichtungen leider nicht teilnehmen konnten. Es wurden insgesamt 12 Einladungen ausgesprochen. Leider waren nur 4 Teilnehmer da. Aber die, die da waren, liebe Zuschauer, und das kann ich Ihnen einfach mal so bestätigen, die haben ein richtig klasse Wochenende erlebt und wir werden das gleich, wo Sie hier die Bilder im Hintergrund schon sehen, auch noch einmal ja wirklich auf der Strecke sehen. Da hat sich jeder ein bisschen was mitgenommen von diesem Wochenende, Samstag, Sonntag. Es war, und da sage ich von dieser Stelle im Auftrag des DRV auch nochmal einen herzlichen Dank an die Organisatoren, allen voran darf ich vielleicht den Herbert Stenger mal nennen, den Berglöwen, den wir ja hier im Autocross-Sport über den René Mandl auch so ein bisschen an uns binden können, hoffe ich. Also wie gesagt, lieber Herbert, vielen, vielen Dank, denn es war sowohl ein Arzt da, die Strecke in Wittkenborn war gemietet, es war für die Verpflegung gesorgt, wir hatten einen Beamer, wir hatten Videos, wir hatten sogar den Fahrwerksspezialisten Alexander Schuler dort vor Ort und der hat sich alle Autos natürlich mal angeschaut. Und hier geht es jetzt gerade mit dem Martin Mandl, der ja nun auch ein ganz, ganz alter Hase in Sachen Autocross war und auch immer noch ist. Allein durch den René ist er ja weiterhin immer dabei. Der zeigt jetzt dem Kevin Munkler mal, dass sein neues Auto nicht nur richtig schön ist, sondern warum es zum Beispiel eine Bremskraftverstellung hat von vorne nach hinten, was denn der beste Wert ist, ob man mehr Bremsleistung hinten braucht oder vorne und wie das Verhältnis sein soll, ob man das verstellen sollte auf den verschiedenen Strecken. Und so weiter und so weiter. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, liebe Zuschauer, als ich diesen Bericht, dieses Rohmaterial, den Rohling, das erste Mal gesehen habe, ich war regelrecht fasziniert, mit welcher Akribie man an dieses Thema Jugendförderung im DMSB, im DAV herangeht. Richtig klasse gemacht. Das Wetter spielte natürlich mit. Und wie gesagt, schade, dass da nicht mehr der Einladung gefolgt waren. Aber ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen. Es wird Folgeveranstaltungen geben nach der Saison 2010, dann nochmal vor der Saison 2011. Und über den Winter hat der Herbert Stenger auch noch vor, einen entsprechenden Fitness-Test, ein Fitnesswochenende mal zu machen. Also ich muss schon sagen, das ist Nachwuchsförderung, wie wir uns sie wünschen, wie wir uns sie vorstellen. Und Sie sehen da einen Kevin Munkler, wo ja alle gedacht haben, Mensch, der kommt mit seinem neuen Kamotos-Auto, das ja wunderschön das erste Mal in der DM eingesetzt wurde, in Steinburg vor einigen Wochen. Der kommt jetzt daher und da braucht man nichts mehr dran verstellen. Er hat übrigens am Anfang auch gesagt, bitte, bitte verstellt nichts an meinem Auto. Das funktioniert so wunderbar. Aber davon hat man sich natürlich nicht entmutigen lassen. Auch Papa Munkler war dann letztendlich völlig platt, wie viel man von diesem Auto erst selbst erkundet hat. Welches Potenzial da noch brach lag, was man alleine an diesem Wochenende gefunden hat.
Und der Max Schanen, der junge, tapfere Bursche, der ja auch in der DM dabei ist, der ja recht erfolgreich auch dabei ist, der gähnt zwar ein bisschen, aber ich denke, der ist innerlich genauso dabei wie Hauke Weber, den wir jetzt hier sehen, der hier auch sein eigenes Auto vorstellt. Und das mussten sie im Übrigen alle. Alle, die da waren, mussten ihre eigenen Autos erklären. Und da ist der Martin Mandl ganz unerbittlich gewesen und hat gesagt, hör mal, was ist denn hier los? Warum ist das und das und jenes? Und jetzt ist René Mandl und dem hören wir einfach mal zu. Zum Beispiel hier jetzt beim großen Motor haben wir jetzt große Kühler verbaut, weil wir doch sehr hohe Temperaturen immer haben. Ja. Was auch anders ist an dem Motor, es ist ein Einspritzer. Wir haben keine Vergaser mehr, also durch Vibrationen oder so. Aber kein Problem, dass irgendwie der Motor sich verschluckt oder sonstiges. Worauf man eigentlich nur achten muss, ist, dass die Luftfilter immer schön sauber sind und gereinigt. Man ist so. Ja, und ich steige jetzt einfach mal wieder ein. Also, ne, Sie sehen hier alle ganz andächtig dabei und der René Mandl, der ist natürlich von diesen jungen Burschen schon am weitesten. Ne? Der ist schon am perfektesten von allen. Das beweist er ja nicht nur das ganze Jahr oder die ganzen Jahre in der deutschen Meisterschaft, sondern zu einem guten Rennfahrer gehört es auch, sich ordentlich verkaufen zu können. Ne? Also auch mal zu lernen, vielleicht ein bisschen frei zu reden, ein bisschen über die wirklich tolle Motorsportart Autocross zu sprechen. Das ist nämlich überhaupt gar nicht so schwer. Und da guckt auch so ein Thomas Prokopowitz noch ganz interessiert, der natürlich mit dem Mediasport Junior, der mit Marvin Holzleitner ja auch angereist war. Ansonsten. Na, also alle schauen und ich sag's Ihnen, wenn der ein falsches Detail gesagt hätte, da wäre der Martin Mandl aber sofort da gewesen und hätte ihn berichtigt. Der ist nämlich hochgradig konzentriert. Und wer jetzt denkt, dieses Wochenende, das sei so langweilig abgegangen, so nach dem Motto, Mensch, was wollen die mir denn eigentlich noch erzählen hier? Und außerdem möchte ich auch fahren und ist und das und jenes machen. Also all denen kann ich nur sagen, das war überhaupt nicht langweilig, denn das wirkt jetzt zwar etwas ruhiger, als wir das vom Autocross-Sport her gewöhnt sind, aber das ist ja auch nur der erste Teil. Der Einstieg. So, und dann wird es natürlich ein bisschen praktischer. Ne? Da wird also auch mal hinter die Kulissen geschaut und der ein oder andere wird auch schon ein bisschen besser geschaut haben, um mal zu sehen, Mensch, kann ich vielleicht gerade vom René Mandl ein bisschen was lernen? Der Max Schahn, der daneben ihm steht, der schaut da fast ehrfürchtig zu ihm hoch. Wie gesagt, auch der Thomas Prokopowitz immer mal so um die Ecke, der gehört ja auch zu den Hornets und die sind dann natürlich stark interessiert, denn sie wollen ihren Mann, den Marvin Holzleitner, genauso weiterbringen, ja, wie halt die Eltern vom Hauke Weber oder auch vom tapferen Max Schanen. Dann war es natürlich auch so, dass das DMSJ-Zelt vor Ort war. Herbert Stenger hat eine Kopie gemacht, der Berglöwe von der Strecke und alle sollten mal die Ideallinie einzeichnen. Ich kann Ihnen sagen, da hat man sich doch schon mal hier und da verschrieben. Und wir hören jetzt dem Herbert einfach mal zu. Das ist hochgradig interessant, was der hier von sich gibt. Da mache ich Zeit gut. Wenn ich lange Wege fahre, wenn ich jede Kurve ausfahre, dann verschwende ich Zeit in Form von Strecke. Ich meine, vom Start weg ist das okay. Das ist fast die Ideallinie. Also man fängt außen an oder relativ weit außen, tangentiert in der Mitte. Lässt sich raustragen, aber nachdem die nächste Kurve bald kommt, fährt man nicht mehr ganz raus, um Weg zu sparen, sondern man bleibt in der Mitte, hier auch in der Mitte, fängt nicht mehr. Der hat sich richtig Mühe gemacht. Und ich sage Ihnen, jemand, der schon so viele 100 Bergrennen gefahren ist und die haben am Berg nur 2-3 Möglichkeiten überhaupt zu trainieren. Die müssen es gleich beim ersten Mal wissen. Und der ist nicht nur am Berg schnell, der Herbert Stenger, der ist auch im Rallycross schnell und der ist auch auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife schnell. Schlicht und ergreifend, der weiß einfach, wie es geht. Und das ist eine riesen Nummer. Und ich sage das jetzt mal, wenn dann nochmal eingeladen wird, liebe Eltern von schnellen Rennfahrern, liebe Kids, liebe Jugendlichen, lasst euch das nicht entgehen. Da lecken sie sich in anderen Rennserien die Finger danach. So hoch ist das Niveau. Und jetzt wird erstmal gezeigt und gelernt, was es denn mit einer Streckenbegehung auf sich hat.
Ne? Denn sich mal die Strecke anzugucken, heißt ja nicht unbedingt zu schauen, wo stehen die schönsten und attraktivsten Mädels am Rand der Strecke. Ich kann Ihnen sagen, auch in diesem Alter ist das schon ein Thema, liebe Zuschauer. Da schlackern Sie mit den Ohren, was da so an SMS hin und her fliegt. Aber Spaß beiseite. Die Jungs, die da mit auf der Strecke fahren, die haben ja alle auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und da wurde dann schon mal gesagt, schaut euch bitte in dieser Kurve hier mal die Löcher an. Denn man hat in Wittgenborn die Strecke zwar geschoben, ne, es war vorher dort ein Langstreckenrennen, aber sie hat natürlich immer noch sehr, sehr große Unebenheiten auch gehabt. Ja, und wo wir jetzt hier dem Mediasport-Junior Marvin Holzleitner zusehen, sind sie jetzt langsam alle dabei, ihre Fahrzeuge vorzubereiten, denn jetzt folgte natürlich auch ein praktischer Teil. Ja, und gerade wo wir es hier im Bild haben, von Valucat Motorsport vorbereitet, dieses Fahrzeug für Marvin Holzleitner, der wird dann jetzt auch erstmal mit richtigen Reifen versehen. Und das war jetzt noch eine Riesennummer an diesem Wochenende. Ich habe das eben schon angedeutet und sage an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an den Alexander Schuler, der ja als Fahrwerksspezialist dem ein oder anderen so viele Tipps gegeben hat. Wir werden das gleich im Bild auch noch sehen. Die konnten selbst nicht glauben und sie wollten erst keinen an ihre Autos heranlassen, aber sie sind alle schneller geworden an diesem Wochenende. Absoluter Wahnsinn. Das war sicherlich eine Mischung aus allem, aber ich denke ja auch die Eltern haben da was mitgenommen. Gerade hier bei Max Schahn, der ja auch immer top vorbereitet zu den Rennen dann kommt. Und ich denke, die Eltern haben auch ganz genau zugehört. Ne, Kevin Munkler macht sich hier auch klar. Und der Herbert Stenger hat auch verraten, wie man, wenn man ein neues Rennauto hat, dann da auch mal vorgeht in Sachen Fahrwerkseinstellung, in welcher Reihenfolge man so ein Fahrzeug abstimmt und einstellt. Und ich bin ganz, ganz sicher, das wäre für den ein oder anderen Senioren in unserem Sport auch mal ganz interessant. Man muss also einmal, wie hat der Herbert so schön gesagt, einmal ganz weiß und einmal ganz schwarz fahren, also einmal ganz hoch und runter und hart und weich, um dann zu wissen, so geht's auf keinen Fall, so ist es extrem. Und da muss man sich langsam vorarbeiten. Und wichtig ist es für die Kids, für die jungen Rennfahrer natürlich auch, eine entsprechende Rückmeldung zu geben. Und da wurde natürlich auch mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Da sehe ich also das Leuchten und Funkeln beim Herbert Stenger noch in den Augen. Die haben dann teilweise so getan, als hätten sie was verstellt an dem Fahrwerk und nichts wurde verstellt. Und dann mussten die Jungs eine Rückmeldung geben. Und da sind aber überraschende Werte dabei rausgekommen. Ja, aber sie sind alle noch so jung und sie kriegen jetzt schon ein so großes Wissen beigebracht. So, da geht's dann aber auf die Strecke. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht, also neben dem Dank, den ich immer wieder und gar nicht hoch genug aufhängen kann, auch wirklich alle Eltern ermutigen, wenn Sie Kinder im rennfähigen Alter haben, sprechen Sie uns an. Sprechen Sie auch auf den Autocross-Veranstaltungen ruhig den Herbert Stenger an. Der hat zwar riesen viele Titel auf seinen Schultern, dass er kaum noch gehen kann. So viel Erfolge hat er, aber der ist ganz zugänglich und das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass hier aus den jungen Wilden wirklich perfekte und vollständige Rennfahrer werden, die dann danach ja auch alles machen können. Aber was sie hier lernen, werden sie nie vergessen. Das ist genau wie in allen anderen Sportarten auch. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal Herbert Stenger gesagt, da fragen Sie bitte auch den Martin Mandl oder wenn Ihnen der Alexander Schuler über den Weg läuft oder wie Sie alle heißen, alle Offiziellen des DAV, des DMSB sind da wirklich zugänglich und freuen sich. Und wenn da jemand jetzt vielleicht die Idee bekommt, Mensch, mein Sohn, meine Tochter könnte das vielleicht auch machen, setzt euch mit uns in Verbindung. Die Türen sind ganz, ganz weit auf. Wir nehmen eure Kinder an die Hand und werden mit dafür sorgen, dass es also große Schritte Richtung Rennfahrer dann im frühen Alter auch schon gibt. Was dann daraus wird, ja mein Gott, das weiß keiner. Aber mit guten Rennfahrern oder auch mit Rennfahrern, die gute Grundlagen haben, ja, da muss man nicht so viel schrauben. Die machen nämlich nicht so viel kaputt. Und das war nämlich jetzt hier auch Sinn der Übung. Ne? Da haben Sie wieder den Herbert Stenger gesehen. Ja, der hat sich das genau aufgeschrieben, wer da wo gefahren ist. Und dann hat es im Zelt gleich natürlich in der Mittagspause auch nochmal eine Nachlese. Ich sagte es, auch für die Verpflegung war gesorgt.
Das hat da nichts gekostet. Das Einzige, was die Jungs da in selbst bezahlen mussten, das sind die Anfahrt gewesen. Und ich glaube, so ein Geschenk, das darf man sich schlichtweg nicht entgehen lassen. Ich bin aber auch davon überzeugt, liebe Zuschauer, wenn Sie da jetzt sagen, davon habe ich ja noch nie was gehört und gewusst, dass das vielen so geht. Dass viele schlichtweg nicht wissen, was geht denn an so einem Wochenende überhaupt? Ist das ganz streng oder wie auch immer? Aber hören Sie mal zu, wie der sich die Jungs zur Brust nimmt. Aber wenn man den Klang hört, wie du telefonierst und wie du teilweise in die Ecke einfliegst, manchmal, du würdest in der halben Runde den schon überholen. Also, nicht so wild fahren, lieber ein bisschen zahmer, aber halt die Linie wach. Und du fährst also schon extrem in die Löcher rein und da, wo es drin ist. Extrem fair, gell? Extrem fair. Und immer, jedes Mal triffst du dasselbe Loch. Ja. Hier um den Eichbaum rum, ja. nach der Langzone, wo wir rüber, wo dann rechts hin, wo links da innen das Matschloch ist. Wo jetzt? Hier runter, kurz vor dem Baum. Ja. Das eine Loch, das musst du jedes Mal. Ja, ja, und wie gesagt, ich steige jetzt nochmal ein. Das war dann auch gar nicht so angenehm für den einen oder anderen, der vielleicht auch ein paar Mediasport-Aufkleber schon auf seinem Overall hat. Denn alleine das macht's natürlich noch nicht. Aber wichtig ist, dass sie wirklich alle jetzt gemerkt haben und große und freundliche Ansage bekommen haben und dass, wie gesagt, unsere Fahrwerksspezialisten da auch an den Autos, natürlich nur mit Zustimmung der Eltern oder der Verantwortlichen, da am Fahrwerk ein bisschen herumgestellt haben. Und ich sage das nochmal, alle haben profitiert. Und da haben wir eben auch den Bruno Winkler gesehen, der da auch noch dazu gekommen ist. Auch ein großer Name am Berg natürlich, der ja auch zu dem ganzen Mandl-Stenger-Clan gehört. Da ist er nochmal. Schön, dass du da warst, lieber Bruno, und schön, dass du auch deinen Nachwuchs gleich mitgebracht hast. So, und dann war natürlich René dran. So, und René musste dann einfach mal auch den Unterschied zeigen. Nicht nur die unterschiedliche Power, die er hier hat. Dieses Auto hier alleine auf der Bahn, das war eine Riesenshow, eine Riesennummer. Ne? Und da konnte man dann auch wirklich mal sehen und auch hören, wie lange der René hier stehen lässt. Und alle Teambesitzer im Auto Crosssport, das ist einer, Leute, den müsst ihr euch vormerken, bevor da irgendwer anderes zuschlägt. Der ist richtig, richtig gut unterwegs. Und der hat natürlich diese Tipps, die es da an diesem Wochenende gab, schon viel, viel länger bekommen. Ne? Da ist ja die Familie Mandl immer dabei, ne? Und natürlich auch der Herbert Stenger. Und ja, das hat man hier und da ja auch auf den Rennen schon sehr deutlich gemerkt. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass man ohne diese Veranstaltung jetzt überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein Angebot, ich sage das nochmal, ein gut gemeintes, ein Angebot auf ganz, ganz hohem Niveau, was es, wie gesagt, nach der Saison 2010, im Winter 2010, 2011 und dann vor der Saison dann nochmal geben wird. Sprechen Sie uns an. Die Termine werden auf autocross-deutschland, also auf der DRV-Seite, rechtzeitig vermerkt. Zerlegen Sie Ihr Auto nicht komplett im Winter, denn vielleicht hat man da ja wirklich nochmal die Möglichkeit, auch wenn man sich die Handschuhe dabei anziehen muss. Ja, Max Schahn, der hat ganz genau zugehört, ne? Der fährt also nicht mehr durch die tiefen Löcher, sondern der passt ganz genau auf, was man ihm sagt. Der wirkt dabei ja schon mal ganz ruhig und ganz lieb. Das ist er sicher auch. Der ist ja auch noch ganz jung. Aber der hat gelernt. Und hier sehen wir es. Hier wird am Auto von Marvin Holzleitner das Fahrwerk verändert. Da hat man sich also ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und es ist eine Riesengeschichte dabei rausgekommen. So, hinten kannst du schon drauf machen. Ja, Entschuldigung. Ja, genau, ja, ne, da ist der Max Schahn durchaus auch schon bereit, ein paar Tipps nochmal zu geben. Ne? Also da sind wir dann durchaus auch selbstbewusst. Und wir wollen ja aus unseren jungen Leuten nicht nur gute Rennfahrer machen, sondern sie auch in ihrer Entwicklung unterstützen. Ne? Denn für Selbstbewusstsein ist das auch nicht so schlecht, ne? Wenn man so einen Rennwagen wirklich am Limit bewegen kann und genau weiß, was er macht, wenn ich die und die Schraube da entsprechend verändere. Ja, René Mandl, dann jetzt nochmal unterwegs. Der Kurs wurde mal rechts, mal links rum befahren. Das hat es dann nochmal ein bisschen schwieriger gemacht.
und da wurde auch nochmal eine Abkürzung eingebaut und wie auch immer, man hat also nicht einfach nur auf die Strecke gebeten und gesagt, tobt euch bitte aus, sondern das Ganze hatte schon System, denn ohne System hätten wir es auch gleich sein lassen können. Das Wetter war natürlich auch klasse. Ich glaube, da hat der Herbert Stenger, der so voll organisiert hat, da hat er auch noch einen guten Draht hin. Also das war wirklich schon klasse. Aber Matschloch gab es auch, so wie wir das auf der ein oder anderen Autocross-Strecke ja auch haben. Und da macht es vielleicht dem einen oder anderen mehr oder weniger Spaß, da durchzufahren. Aber da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, wie man dann bei diesen Bedingungen am schnellsten drüber kommt. Ja, der Kevin Munkler, der hat natürlich, weil das Auto so wirklich furchtbar neu ist oder war, da schon eine sehr, sehr gute Grundeinstellung mitgebracht. Das muss man einfach mal sagen. Und so ein blitzblankes neues Auto, das funktioniert da meistens schon sehr, sehr gut, wenn Sie da die Grundeinstellung haben. Aber Sie haben sich verbessert. Ich sag's Ihnen, besuchen Sie uns auf den nächsten Rennen der Deutschen Autocross-Meisterschaft und dann werden Sie sich wundern, was also mit diesen Jungs hier passiert ist. Ja, ne, da wird auch mal schnell jemand rausgewunken und dann gibt es vom Fahrwerksspezialisten dann nochmal ein paar Hinweise. Thomas Prokopowitz, wie gesagt, auch sehr interessiert dabei, hört sich das auch alles nochmal an. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, die gehen gut miteinander um, die Jungs. Ne, das sind keine Feinde. Das sind jetzt nicht die verhassten Gegner, die es vielleicht in der einen oder anderen Motorsportart gibt. Wir gehen im Autocross eh alle gut miteinander um. Aber das ist eine richtig gute Gemeinschaft. Und das sieht man an diesen wenigen Bildern ja auch. Und der hat den größten Fortschritt gemacht am Wochenende. Marvin Holzleitner. Ja, und Sie müssen ja in diesen jungen Jahren auch erstmal mit der konstruktiven Kritik umgehen lernen. Auch das ist ja nicht so einfach. Na, und dann gab es natürlich auch nochmal Nachlese. Ne, Schlusswort zum Sonntag. Ich glaube, Max Schahn kümmert sich jetzt aber wirklich darum, auch wirklich gesunde Nahrung zu sich zu nehmen in Form von Sport- und Fitnessgetränken. Und dann hat es dann auch gereicht. Wie gesagt, das waren zwei Tage in Wittgenborn, die wir Ihnen sehr gerne, liebe Autocross-Freunde, mal vorstellen wollten, wie so ein Wochenende über die Bühne geht. Und ich weiß, dass es in anderen Meisterschaften auch so gemacht wird. Ich kann aber nur hier sagen, wie wir es machen im DAV, in der Deutschen Autocross-Meisterschaft. Und das ist übrigens das Highlight, das ist das Rennen zum Abschluss und da durften sie sich dann alle noch mal so richtig austoben. Ja, Kevin Munkler, Hauke Weber und Max Schahnen, auf den bin ich gespannt. Den werden wir die nächsten Jahre ganz intensiv beobachten in seiner Entwicklung. Wer so jung schon mit so gutem Material unterwegs ist, und da sage ich auch mal Hut ab und Kompliment ans Team, an die Eltern, da wird sicherlich was ganz, ganz Großes daraus. Denn im Autocross-Sport hat man den Vorteil, man kann immer noch für relativ wenig Geld europaweit richtig schnell und erfolgreich Autocross machen und Motorsport machen. Und das versuchen Sie mal in anderen Motorsportarten. Und spektakulär und laut und auch ein bisschen verrückt, das wollen wir doch auch alle. Und der René Mandl, der macht das schon richtig, richtig gut. Also das sah manchmal so aus, als wenn irgendwas aus ihm raus musste. Und er ist sicherlich schon sowas wie ein Vorbild, auch für den einen oder anderen ganz Jungen. Und auch bei ihm bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, wir hatten die Chance, Sie ein bisschen zu interessieren. Ich freue mich aufs nächste DM-Rennen und sage Tschüss, Ciao, Bye, Bye, Ihr Andreas Flasser.